So, ich hatte gedacht, hier wäre was Special-mäßiges drin. Jetzt ist da gar nichts drin. Das ist natürlich nicht so viel. Wölfe greifen an, my lord! So, dann werde ich speichern. Irgendwie traue ich dem Level nicht. Und dann werden wir hier jetzt das Gefängnis bauen. Einfach so querbeet. So, das ist ein schön großes Gefängnis, das passt. Ah, die Folterkammer, die werden wir da setzen. Das können wir gerne machen. Ne, hier nicht, sondern hier. Ich meine, wieso nicht? Also, dass da ein Heldenportal direkt nebenan ist, dann sehen sie schon mal, was auf sie zukommt. Das war nämlich ganz gut. Und das Gefängnis wirkt ja schon von sich allein. Ich meine, wenn sie da drin verhungern, haben wir ein Skelett. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Könnt ihr noch ein bisschen Gold abbauen. Dann können wir hier den Knast errichten. Und wir werden hier einen richtig geilen Knast bauen. Wie hübsch ist ein Architekt? Genau die gleichen Prinzipien. So. Ja, ist auch nicht viel menschlicher, ich weiß. Tut mir ja auch leid. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ist irgendwie doof gelaufen. Naja. Ihr beide geht auch nochmal trainieren. Tempel. Den können wir natürlich auch gebrauchen. Großer Tempel, nie verkehrt, ne? Sag ich mal so. Bauen wir ja direkt ein bisschen Gold mit ab. Ich baue gern Gold ab. Dann haben wir auch, der Tempel ist groß genug. Aber müssen wir jetzt nicht übertreiben. Nein. So. Einen klitzekleinen Tempel gebaut. Sehr schön. Ja, hier sind auch so einige Räume, die weggehen. Was haben wir denn? Blitz und Heal, sehr schön. Wie sieht es so levelmäßig aus? 3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 5, 5. Ah, noch nicht so toll. Haben wir da einen neuen Teufler bekommen? Ja. Nee. Hier. Auch direkt trainieren. Drachen sind auch ganz fleißig dabei. Sehr schön. Hier sind wir fertig soweit. Dann werden wir hier natürlich direkt den Tempel hinsetzen. Schön großer Tempel. Weil wir es haben. So. Dann können wir hier weiter buddeln. Erstmal. Ist das ein bisschen offen? Das ärgert mich natürlich. Aber die Goldreserven liegen halt so. Es muss offen sein. Okay. Ja, da können wir mal später drum. Oh, und da haben wir hier direkt eine Tür. Den werden unsere Imps natürlich sofort einschlagen, wenn sie sehen, dass da eine Tür ist. Ja, wir kommen auch nicht drum rum. Egal, ich passe ein bisschen auf die Imps auf. Nicht, dass die hier drauf gehen. Da geht es also ins feindliche Reich. Das heißt ja wohl, dass die Helden wieder zuerst dran glauben dürfen. Gerne. Das können wir doch gerne so einrichten. Ach, das mit dem Heldenportal hier, das ärgert mich. Den werden wir was Schönes da hinsetzen, das sage ich euch. Werden sie direkt bereuen. Oh, was machst du jetzt? Trainiert mehr schneller. Hier, los, 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 los. Ihr könnt das. Riesige Werkelhalle und keiner ist da. Zum Trainieren.
So, ich bin der festen Überzeugung, dass ihr gar nicht mehr so viele Drachen braucht. Der Rest von euch kann das auch alleine lesen. Der Rest trainiert nämlich. Ach, oder er geht erstmal essen. Erstmal schön ein paar Hühnchen verdrücken. Naja, sollen wir das gerne hier. Ja, bei Hühnchen reicht, ja, bist direkt geschlagen worden. Oder ein Huhn, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe ihn unerwischt. Ah, jetzt prügelt er sich hier. Da scheint echt Action bei dem abzugehen. Schade, dass wir das nicht sehen können. Das würde ich sehr gerne sehen. Bitte einmal abbauen. Hier könnten wir auch noch was hinsetzen, aber wir haben nichts. Friedhof ist das zu klein. Egal, werden wir uns später drum kümmern. Ich muss gerade ein bisschen die Drachen beobachten, die tun komische Sachen. Und die trainiert nicht genug, habe ich das Gefühl. Naja, wird schon. Wir haben ja auch noch zwei Level-Ups, ne? Also. Alles klar. Da wissen wir ja, welchen Raum wir hier hinbauen. Ja, stimmt, könnten wir eigentlich tatsächlich machen. Hier überall. Warte mal, da ist schon wieder sowas ganz Komisches. Ja. Erstmal so, das stimmt schon. Hier ist nämlich so eine freie Fläche, ich traue dem nicht mehr. Gar nicht. Egal, wir bauen jetzt hier erstmal, zack, Claim bitte, eine größere Schatzkammer. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, wir haben nämlich nur das Billo-Ding vom Anfang. Und dann können wir ja hier einfach so einen Gang reinbuddeln, dann können wir da gucken. Los. Oh, toll. Wir haben nur eine Öffnung geschafft. Aber es hat gestört. Es hat einfach gestört. So. Jetzt können sie hier ein paar Mauern machen. Oh, hier waren sie auch schon fleißig dabei. Sehr schön. Hier haben wir nur noch zwei Drachen inzwischen. Ja. Reicht aber. Level 6. Sehr schön. Ja, es wird langsam. Wir müssen einfach mal ein bisschen vorankommen langsam. So, du. Schlag die Tür. Ja, du kannst danach essen gehen. Er ist die Tür. Sehr gut. Ich bring dich auch hier zum Essen. Zack. So, dann können wir uns einen Imp krallen und der macht weiter. Oder rennt weg. Ein anderer macht weiter. Auf jeden Fall wird weitergemacht. So, dann... Wir haben auch den bösen Blick nicht mehr. Das ist aber doof. Wer werkelt denn? So, ja, Trolle. Ihr könnt beide eigentlich. Die sind nicht gut, auch wenn die Level 10 sind. Ist so, leider. Dann nehmen wir jetzt mal langsam das gegnerische Reich ein. Kann man immer machen. Kann man auf jeden Fall machen. Während unsere Kreaturen hochleveln. Ich hoffe, dass nicht direkt Level 10er kommen. Das wäre natürlich doof. Aber wir können sie Hühnchen. Dann sind sie Hühner. Sehr gut. Ah, eine Blitzfalle. Wir könnten jetzt eigentlich mal anfangen, hier alles zu pflastern mit Fallen. So, fangen wir an. Hier. Unter dem Meldenportal Fallen aufzustellen. Haben sie verdient. Ah, hier haben wir wieder mehrere Türen. 1, 2, 3. Drei Wege. Das Problem ist, dass wir immer eine Kreatur nehmen müssen, um eine Tür einzuschlagen. Das geht nicht einfach so. Ja, ihr Drachen müsst auch alle noch leveln. Sieht eigentlich ganz gut aus hier vom Level 4, 5, 7. Nice. Na, ja, es läuft eigentlich ganz gut. So, ich nehme wieder einen Ork. Level 5.
Kann sich sogar schon schneller machen. Perfekt. Dann tritt er einmal die Tür ein. Ipp. Ich hole mir einen neuen. Oh, ein Heldenportal. Oh nein. Oh, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob die da irgendwann rauskommen oder alle auf einmal oder... eine Tür. Sehr schön. Die werden wir gleich benutzen. Also die Räume sind eigentlich dafür ausgelegt, dass man da wirklich eine Tür reinsetzt, wo die dann ganz lange gegenklopfen und eine Indie-Falle aufräumt. Das passt eigentlich immer ganz gut. Funktioniert. Ja, du kannst hier mal eine Wand machen. Und du kannst hier mal claimen. Ich pass auch auf. Also wenn da jetzt irgendeine doofe Falle ist, wir haben ja eine Tür in Reserve. Das passt schon. Aber ich sehe auch gar keine Falle. Hier ist einfach ein Raum. Wow. Warte mal. Das habe ich vergessen anzumachen. Das sollte ich lieber mal direkt machen. Safe is safe. So, in dem Raum war einfach nichts. Das ist aber doof. Level 6. Da kannst du mal die Tür eintreten. Willst du mich verarschen? Imp. Ja, komm, neuer Imp. Wieder zu Kachels legen, das macht man nicht. Das war zu viel. Zwei Special. Och, mal zweimal Level Up. Aber dann können wir uns die aus der Bib ja gleich gönnen. Dann sind die alle Level 8, 7 hauptsächlich. Könnte eigentlich alle 4 gönnen, dann sind die alle Level 10. Fast. Ich überlege gerade, ist das klug? Dungeon Special Found, ja. Ach, sehr schön. Dann könnt ihr drei trainieren gehen. Ja, ich weiß, dass ihr die Dungeon Specials findet. Ja, nimm. Und du? Du begattest die Wand. So, wir haben hier schon ordentlich alles ausgebaut. Und dann würde ich sagen, dass wir uns gleich so Richtung links bewegen werden. Ich meine, warum nicht? So, dann gehen wir jetzt mal in die Bib. Und benutzen das. Eine Sekunde später und ich hätte Geld gespart. Was auch immer. Na, wir haben jetzt auf jeden Fall schon ziemlich hohe Kreaturen. Ich glaube, wir haben auch zwei Level 10er. Ihr geht nicht pennen. Ihr geht. Könnt ihr das? Ja. Nice. Obwohl. Könnt ihr auch beten? Keine Genie beten. Ja, finde ich gut. Oh, nee, die Falle. Sehr schön. Ah, die werden wir hier benutzen. Ja, so. Für jeden Helden Fahrt zur Hölle. Ah, das wird nice. So. Dann eine Tür, eine neue wäre gut. Jetzt haben wir alle Level 10er weggeschickt. Beten geschickt. Ich finde, die sollten das auch bleiben. Also, die sollten beten. Ne? Oder wir lassen einen beten und der andere. Der macht hier Fall. Ja.